Deine Kumpels blockieren den ganzen Wäschereibetrieb. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Ja, worauf warten die denn noch? Ich muss an die Waschmaschine. Nun, sie warten natürlich auf ihren Guru. Auf mich. Ja, und was treibst du da noch hier? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe. Okay. Kann ich deine Kutte haben? Nein. Aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Ich habe es anders gesehen. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Ach komm schon, gib die Kutte her. Was treibst du da eigentlich? Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Okay. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Oh, mach mich nicht. Verrückt. Okay. Kapuze? Ich erblicke darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Kann man aber nichts machen. Ich wusste doch, dass ich diese unästhetische Drecksfresse schon mal irgendwo gesehen habe. Sag mal, zuerst dachte ich aber im Bowlen. Keine Ahnung warum. Leute! Warum schmeißt ihr so mit Schimpfwörtern in diesem Spiel um euch? Das war vorher nicht so. Mr. Toffee? Bescheuert. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Okay. Hey, lass Mr. Hey. Okay, ich lass Mr. Toffee in Ruhe. Zahncreme. Das ist wie einem Kind den Lolli wegzunehmen, nur mit weniger Karies. Hat er recht. So, können wir denn noch was machen? Ich hätte gern... Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Das ist doppelbödig. Ich denke vor allem an die Fans. Okay. Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Eine wichtige Grundvoraussetzung. Soll uns das irgendwas sagen? Absurder Humor ist ja an sich okay. Aber ich kann diese einmalige... Ich denke vor allem an... Okay. Das eignet sich wohl kaum als... Das eignet... Brotaufstrich. Ich wusste es. Zahnpasta ist... Irgendwie schon. Das eignet sich wohl... Brotaufstrich, 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 Brot... Das ist wichtiger Unterschied. Oh. Das eignet sich... Brotaufstrich. Ja, gut. Das eignet sich wohl... Dieser Plan könnte... Aber ich dachte da... Vorreger. Das Einzige, was dieser... Aber... Okay. Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau zwei Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissenbezug. Hat er recht.
Gut, das wird heute nichts mehr. Irgendwie nehme ich mal so an. Wir gehen mal raus. Zack. Diese Tür hier hatten wir noch nicht geöffnet. Keine an. Tja, keine Antwort. Der Messer vielleicht. Mir fallen tausend Wege, aber der Konstrukteur scheint sie offenbar. Haben sich meine Fähigkeiten bereits herumgesprochen. Das scheint so zu sein, ja. Ich bin mir nicht so sicher, was wir jetzt machen sollen. Weil irgendwie sind wir... Wir sind schon wieder so, wo man jetzt nichts machen kann. Keine Ahnung. Na gut, wir gehen mal hier lang. Hier rein. Und geben die mal Boso. Er ist viel zu sauber für... Schnappt ihn euch! What? Hey, warum gehen die Läuse nicht an dein Haar? Das liegt an Mamas Spezialshampoo. Jetzt, da mein Kutter kaputt ist, ist es das Wertvollste, was ich noch besitze. Und was ist mit unserer Freundschaft? Freundschaft? Du wirklich... Okay, ich glaube, er ist angepisst. Was hast du da? Werkzeug. Heißt das, du planst, meinen Kutter zu reparieren? Ach, jetzt fängt er schon wieder mit seinem kaputten Kutter an. Gibt es vielleicht irgendwas, was du mir sagen willst? Dir habe ich gar nichts mehr zu sagen. Puh, ich dachte schon, du seist sauer auf mich oder so. Hey, Doc, du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, Rufus. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Och, Menno. Immer bist du beschäftigt. Ja, will ich hier aber auch keiner so wirklich, ne? Du rät nicht, ich bin... Och, Menno. Okay, er ist überall beschäftigt, würde ich mal behaupten. Hey, du nicht. Och, Menno. Ja, okay. Diesen Techno-Mumpitz überlasse ich. Mein eigener Auftrag ist viel... Okay. Dann gehen wir nochmal raus und versuchen mal, die Heizung anzuschalten, oder? Die Heizung ist aus und das soll auch so. Nicht, dass ich das nicht jederzeit wie... Ich denke hier vor... Okay, also er macht die Heizung nicht wieder an. Die Heizung nicht, dass ich denke... So eine Scheiße, wir hätten vielleicht vorher mal zu Boso gehen sollen. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Zahncreme? Was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Okay, Fischmesser? Das letzte, was hier fehlt, sind Tischmanieren. Staub? Gesundheit! Okay. Dieser Kopf so viel, außerdem komisch. Was allerdings auch auf die Fische... Was können wir denn da reinmachen, ne? Mal gucken, ob es ihm zusagt. WTF. Tschüss. Keine Ursache. Okay. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Darf ich mal kurz? Ein Fisch. Ganz schön wichtig für ihn. Aber warte nur. Ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. Ach, da ist der Mauscursor. Okay, Die Pelikan-Fütterungszeit ist vorbei. Als nächstes schaue ich mir die Pinguin-Show im Delfinarium an. Das ist eine sehr gute Idee. Rufus, Pelikan? Wer keine Zähne hat, der braucht auch keine Zahncreme. Aber apropos, ein Mundwasser wäre nicht übel. Okay. Das ist doch Müll. Oh, ich trage erstaunt. Wenn das ein Omen sein soll, so sei es hiermit ignoriert. Okay. Shampoo? Da rein? Wollen wir tauschen? Fip. Gut. Der Pelikan. Bitte was? Also sowas. No animals will be harmed during the production of Deponia 3. Okay, sehe ich ein. Kann man auch nicht machen. Wollen wir tauschen? Nein, wollen wir nicht. Gut.
Das ist schwierig. Der will einfach mal gar nichts. Ich würde ihm zu gern eine Maulsperre verpassen. Aber wie? Aber wie? Bitte was? Ich würde doch niemals hilflos... Also so... Okay. Ja, damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber wie soll ich dann jemals an den Fisch rankommen? Ja, Messer und so weiter. Das eignet sich wohl... Diese ist ein wichtiger Unterschied. So vielleicht? Diese Situation wichtiger. Auf den ersten Blick halt, aber... Wollen wir doch mal hoffen, dass das... Läuse... Tja, der Vorbesitzer dieses Kopfkissens hätte ein... Hat er recht. Ich versuche gerade so ein bisschen zu kombinieren. Tasche vielleicht irgendwie. Ja, aber wie soll ich da... Ja, Rufus, keine Ahnung. Komm halt an das Ding ran und nerv mich nicht. Pastetenautomat. Wer braucht... Ja, gut, da kriegt er nun... Aua! Kriegt er nur einen Stromschlag von. Das sieht doch so aus. So ein Ärger, dieser Automat. Ja. So ein dieser Automat. Dieser Automat akzeptiert so nur Münzgeld. Okay. Sonst haben wir wirklich gar nichts, was wir jetzt mit irgendwas hier benutzen könnten. Okay, warte mal, gehen wir hier nochmal hin. Haben wir hier was? Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? What? What? Ich bin der Größte. Okay. Muss ich nicht verstehen. Haben wir vielleicht... Ja. Gucken wir mal eben. Warte mal. Moment. Hier. Damit geht's bestimmt. Möglich, aber nur wenn du versprichst, das anschließend für mich in die Wäscherei zu bringen. Ich glaube, ich finde noch was Besseres. Nein, findest du auf jeden Fall gar nicht, Alter. Mit diesem Krempel kann man sich nicht mal mehr den Hintern abwischen. Ach komm, du kannst doch... Und ich hab... Okay. Bususanzug? Ja. Ein wunderbarer Einfall. Aber sollte ich wirklich eine so teure Freundschaft für einen derart billigen Gag aufs Spiel setzen? Ja. Na klar sollte ich. Hier, damit geht's bestimmt. Bist du noch bei Trost? Wie sollte ich das denn jemals runterspülen? Mann, du kommst wohl aus dem Jura. Zumindest hast du den Humor eines Juristen. Zahncreme. Mit diesem Krempel... Nein, Fischmesser. Nein. Ja, aber soll... Na klar. Hier. Bist du noch bei diesem Mann? Okay, das funktioniert alles nicht. Aber man kann auch nichts wirklich machen. Nee. Die Tür ist von innen verriegelt, wie bei Töten. Ja, ich komme nicht weiter. Ich komme nicht weiter so, wirklich. Also, ich habe jetzt nicht so den Plan. Ich, das hier vielleicht... Wie wäre es mit einem... Aber ich habe doch noch gar nicht... Kumbaygal. Ihr habt ja keine Ahnung, was euch da entgeht. Okay, die wollen nicht tauschen anscheinend. Ich müsste auch mal... Verdammt. Die wollen mich nicht an die Waschmaschine lassen. Okay. Zahnpasta? Wie wäre... Aber ich hab... Ich weiß nicht... Wie wäre... Ihr habt ja keine... Bitte streu doch einfach den Staub auf die und dann halt die halt... Kriegt ihr nicht irgend... Wir hungern nach Vergebung. Wir dürsten nach Erlösung. Tja, Und wie wär's stattdessen mit Schnittchen? Jetzt ein Schnittchen, ne? Shampoo? Wie wär... Ja. Verdammt. Okay.
Pischmesser. Kriegt ihr nicht irgendwie? Wir. Tja, und? Okay. Tasche. Wie wäre. Ihr habt ja. Zimmerschlüssel. Ja. Da bin ich jetzt ratlos. Zu den Zimmern, zur Rezeption, zur Kreuzertrasse. Hier noch was? Wir haben hier. Ne, wir können hier nur runter zum Hotel. Okay. Oh! Das ist doch Cletus. Der hat mir gerade noch gefehlt. Dieser Anzug darf auf keinen Fall heißer als 30 Grad gewaschen werden. Haben Sie das verstanden? Klipp und Klopsi! Mein Assistent wird ihn morgen früh wieder abholen. Füllen Sie derweil die Anmeldung aus, Oppenbot. Und passen Sie gut auf die Tasche mit dem Geld auf. In dieser jämmerlichen Absteige arbeitet nur Gesinde. Hier arbeitet jemand? Verzeihen Sie, Herr Inspektor, aber ist das dort nicht die Tasche mit meinem Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Release? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Die Taschen sind identisch. Ihre ist bereits auf unserem Zimmer. Und dorthin werde ich mich nun auch zurückziehen. Ich hoffe, es ist nicht so marode, wie der Service hier es nahelegt. Okay. Cletus ist also... Das hätte ins Auge gehen können. Diesem Schnösel wäre ich nur ungern über den Weg gelaufen. Jetzt heißt es auf der Hut sein. Der sucht doch garantiert nach Gold. Dafür weiß ich jetzt, wo ich dieses Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammut-Fell-Relais herbekomme. Ich hab gesagt, wir besorgen das. Ja, der Oppenbot... Können wir denn... Ich wollte gerade mal nach da hinten gucken. Wir bräuchten wahrscheinlich diesen Schraubenschlüssel hier hinten, oder? Das kann natürlich für die Mutter. Was ist klein und deine Mutter? Ja. Was ist klein und riecht nach Fisch? Ach, wir haben eine neue Witze. Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ei, Blut, Kakao. Deine Mutter. Was bekommt auch die... Deine... Ja. Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Deinem. Oh Gott, die Witze werden echt immer schlechter. Was hat auf dem Beifahrersitz gestört und liegt deshalb jetzt im Kofferraum? Deine Mutter. Oh Gott. Was findet man in deinem. Okay, Staub. Was liegt sofort dein. Was? Ja. Deinem. So. Aber wir können hier die Tasche nehmen, ne? Was hier fehlt, oder wenigstens. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird Oppenbot das bemerken und Alarm schlagen. Was hier fehlt, ist ein Plan voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Das wäre schon cool. Wir können euch die Tasche austauschen. Ah, da haben wir sie ja. Und da ist da jetzt so ein Ding drin? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Porzellan, Kristallgläser, Scherben, noch mehr Scherben. Was will er mit all diesen Scherben? Und? Aha! Geld. Papiergeld. Okay, weiter war da nichts drin? Okay, nur noch Scherben. Komm, ich bringe die wenig. Dann tauschen wir das Ding wieder aus. Und ersparen uns damit, glaube ich, eine Menge Ärger. Und die passen. Okay. Aber die Farbe steht. Dann. Das Geldwaschen? Würde ich noch nicht als Schub. Geldwaschen vielleicht? Wie können wir denn. Wie können wir denn? Kaffeemaschine. Ach, nee, Quatsch. Okay. Ich. Bin immer überlegen, aber wir machen erstmal Folgenende. Und das ist auch das Ende dieser Aufnahmesession. Jetzt lade ich erstmal ein paar Folgen hoch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, also morgen wieder. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.